Ziel gelaufen. Servus, meine Lieben. Ihr habt jetzt gerade schon die Impressionen vom Wettkampf gesehen. Wo sind wir hier? Karlsruhe. Und heute steht auf dem Plan Hyrox. Alleine diesmal in der Pro-Division. Wir haben es jetzt noch 3,5 Stunden bis zum Wettkampf. Ich habe Justin gerade seine Bowl bestellt, dass der Junge auch was essen kann, damit er die Kamera festhält. Ich bin noch kurz in den Reboots drin, weil ich jetzt gerade einfach 6 Stunden in der Bahn saß. Bin mit der Bahn tatsächlich hergekommen. Ist natürlich nicht die beste Vorbereitung, am Wettkampftag noch anzureisen, aber es wäre sonst alles ein bisschen kompliziert gewesen, weil nächste Woche ist das nächste Rennen Kopenhagen. Von daher, in 3,5 Stunden geht's los. Ja. Was ist die Erwartung an dich? Ganz ehrlich, ich bin das letzte Single-Pro-Rennen zum letzten Mal vor 3 Jahren gelaufen. Das war eine absolute Nahtoderfahrung. Ich möchte nie wieder sowas haben, aber ich bin jetzt auch auf einem anderen Level. Ich bin letztes Mal in der normalen Division 1.13 gelaufen und das sollte es eigentlich nochmal werden. Also pro Division mit schwererem Gewicht, die gleiche Zeit wie beim normalen. Das wäre schon geil. Ja, gibt gar nicht viel zu sagen. Wir sind jetzt hier angekommen in der Halle in Karlsruhe. Es ist immer noch sehr voll. Wir sind fertig. Ich habe mir gerade die Beine eingecremt mit meiner Wärmesalbe. Jetzt geht es gleich ins Warm-up und dann 3, 2, 1 geht es auch wieder los. Wie fühlst du dich? Ich kann es noch nicht so richtig sagen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich nicht schlecht. Ich merke aber auch, dass ich jetzt den ganzen Tag nur unterwegs war. Die 6 Stunden mit dem Zug merke ich irgendwie so ein bisschen. Aber schlussendlich, wenn wir jetzt gleich am Start gehen, dann fängt die Uhr bei 0 an und dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Aber du, ich habe gut trainiert in den letzten Wochen. Ich weiß, dass ich fit bin. Von daher, schauen wir mal.
fühlst du dich? Sagen verdient. Kurzer Fazit zum High Rocks in Karlsruhe Männer Single Pro. Erfolgreicher Tag, würde ich sagen, erfolgreicher Abend. Schlussendlich ist es 1:17 geworden. Dazu muss man sagen, Philipp konnte zweimal nicht richtig zählen. Ich bin zweimal eine Runde extra gelaufen. Also so ist 1:17 schon echt solide. Aber wir haben nachgefragt bei der Zeitmessung, diese zwei Extra-Runden waren 4:25 ungefähr. Wenn man die abzieht, dann war die Zeit natürlich nochmal ein ganzes Stück krasser. Ich habe mich auch durchgehend gut gefühlt. Von daher, der Progress, sagt man ja, zeigt stetig nach oben. Das Training macht sich bezahlt. Es geht alles in die richtige Richtung. Nächste Woche ist Kopenhagen, dann kommt Berlin am 20. April und in New York ist das große Highlight dann. Ja, von daher, so genau machen wir weiter. Und jetzt gibt's die Kekse.